Ach, jetzt kann ich fliegen. Oh, warte, was? Ich muss sanft sinken, weil sonst habe ich zu viel Geschwindigkeit und kann den Fall nicht mehr stoppen. Oder habe ich nur eine bestimmte Anzahl Flügelschläge? Kann das sein? Es wäre nett, wenn es für sowas einen Indikator gäbe, aber das Spiel muss ja hardcore sein, deshalb macht man sowas ja auch nicht, ne? Wisst ihr, was gemein ist? Mein Auge juckt. Und wenn ich versuche, mir das Auge zu reiben, muss ich das mit meinen Schweißhänden machen und das brennt dann richtig. Warum? Ich verstehe noch nicht, wie diese Flügel funktionieren. Ich verstehe, ja. Die Flügel halten halt nicht ewig und deshalb muss ich da möglichst schnell rüberkommen. Und gleichzeitig diese blöden Schlüssel einsammeln. Ich frage mich, ob es irgendwen gibt, der es schafft, dieses Spiel durchzuspielen, ohne einmal zu sterben. Und auch natürlich alles mitnehmen. Okay, jetzt habe ich schon meine Geschwindigkeit verloren. Endlich. Jetzt fühle ich mich so langsam, weil da kein Schnee mehr ist.
Oh Gott, der Hintergrund hilft überhaupt nicht. Nein, nicht nochmal. Nicht nochmal. Nein. Was? Ich bin Aktienkurs. Warte, was ist da drüben? You don't have to do anything. Relax. Just take the easy road. It's okay to chicken out. Have fun fighting. The Groove Wizard. Dun dun dun. Irgendwas mit diesem Herz machen oder wie? Ich habe eine Idee, was ich tun muss, aber nein, das funktioniert nicht. Ich dachte, wenn ich die Raketen in das Herz reinlenke. Nee, den Boss interessiert das. Warte, muss ich nicht aufs Herz stampfen? Kann das sein? Ja, das funktioniert auch noch. Wie oft denn? Es werden sehr schnell sehr viele Raketen. Ich sollte aufpassen. Sonst werde ich sehr schnell sehr tot sein. Jetzt zum Beispiel. Warte. Nein.
ignorieren wir einfach mal die Raketen. Okay. Ich kann... Nee, ich muss das echt von da drüben machen. Wäre auch zu einfach sonst, ne? Der Typ kann tanzen und schießen gleichzeitig. Warum kann ich das nicht? Warum hat er eigentlich meinen Arsch gestohlen? Das verstehe ich nicht. Was will er denn mit 4 Pobacken? Mal ganz ehrlich. Stelle ich mir jedenfalls nicht so praktisch vor. Also wenn es öfter als 3-mal ist, dann heul ich. Also offenbar 4-mal. Mindestens. Alright. Du willst tanzen? Dann tanzen wir!